So, Freunde, willkommen hier zurück zu CitiesXXL. Wir bauen ja momentan unser Sicherheitswesen so mehr oder minder aus. Jetzt passt es wohl irgendwie auf EMA, oder wie? Feuerschutz erreicht, ja, mehr als 5 Feuerwehrgebäude, das erfreut mich doch sehr. Wie sieht's mit der Versorgung aus? Sind die hier oben ein bisschen schlechter aufgestellt, ne? Gerade die Region verstehe ich ja nicht, weil. So, soll ja jeder irgendwie halbwegs ordentlich versorgt werden. Das Problem ist halt alles, es schluckt halt leider Gottes auch en masse einfach nur. So, Schwerindustrie haben wir ja sowieso. Produktionsgewerbe. Man braucht qualifiziert und halt nicht qualifiziert, das ist ja Standard. Das sind jetzt die gleichen Straßen. Das sind die gleichen Straßen aus, klar. Dann führen wir das Ganze nämlich hier bis hier runter. Ja, das ist schon viel zu weit. So, bis hier runter. Ungefähr wieder so. Ja, ist zu wenig. Ja, das könnte passen. So. Führen wir das erstmal hier Produktionsgewerbe weiter aus. So. Weil für die Hightech-Industrie brauchen wir qualifizierte und Führungskräfte. Und für die Führungskräfte muss ich den ganzen Spaß erst noch ausbauen. Ja. Das Spiel wird gespeichert für Sie, finde ich sehr gut. Also ich. Warte mal. Irgendwie bringt selbst dieser Hausumbruch hier nicht das gewünschte, was ich ja gerne hätte. Deswegen bleibt die Stelle jetzt hier frei. Zack. Das Ganze wird zu einer stinknormalen Dings, wo niemand warten muss. So. Deswegen, die Bewohner wollen mehr Geschäfte. Die Elektrizität ist zu teuer. Muss ich jetzt schon wieder handeln. Ja, Strom ist echt, das gibt's gar nicht. Kein Wohnraum mehr für ungelernte Arbeitskräfte. Wir haben ja gesagt, die setzen wir hier oben hin. Idealer kann man es ja eigentlich nicht haben. Dass die so viel Wohnraum momentan hier beanspruchen, ist schon heftig. Also.
So, so. Hier rein. Oh, dürfte erstmal wieder reichen, was den Wohnraum angeht, weil 66% sind da hinten auch schon wieder belegt. Das Problem ist gerade hier an dieser scheiß Hügelanlage. Kriegen wir auch immer mehr Ressourcen. Warte mal, ich will mal kurz gucken hier. Ja, gerade hier oben ist eine Ölregion. Wassermangel erreicht. Bevölkerung beträgt jetzt 30.000, obwohl Wasser fehlt. Schön, dass ich das aufgrund eines Erfolges dann mal bekomme. Dienstleistung Grundwasser ist hier verfügbar. Mhm. Gerade mal hier an den Handelsding rein, weil alles, was wir hier überschüssig haben, Strom haben wir immer noch minus 1, das ist bald bescheuert hier dabei. Wir haben zu viele ungelernte Arbeitskräfte. Strom wird jetzt hier versorgt. Büros fehlen. Das Problem ist bloß, kann ich Büros in so ein Gewerbegebiet hier reinsetzen? Also, ich meine, klar, kannst du mal probieren. Eine ganze Büro-Headline hier in dem Produktionsgewerbe habe ich ja kein Problem damit. Die Straßen sind total verstopft. Jojo. Dass hier natürlich eine Menge los ist, ist ja Standard. Die Stadt hat. Warum bekomme ich eigentlich so nur auf die Art mitgeteilt? Das finde ich nicht nett. So, das sagt, die Stadt hat immense Verkehrsprobleme. Sehen Sie, wo es hier Hake Verkehrsprobleme in Anführungsstrichen gibt, ist im Endeffekt die Kreuzung hier, die wir uns im Endeffekt nämlich auch wieder schenken können, weil der Anschluss. Weil der Anschluss auch darüber dessen erfolgen kann. Also von daher shit happens. Den Einwohner fehlt es an Unterhaltung.
Was kann denn hier mittlerweile bauen? Problem ist halt immer wieder, wo baut man es am bescheidensten hin? Gerade die Jungs und Mädels sind hier wohl anscheinend ganz dick betroffen, weil das bei denen so so dunkel ist. Da müssen sie auch mehr oder weniger verstehen, dass ich hier ein bisschen was wegruppen muss, weil sonst wird das nicht. Drüben brauchen wir im Endeffekt weniger. Hauptsache bei uns hin. Road. Es gibt keine Hightech-Industrie, es gibt nicht genügend Arbeitskräfte fürs Produktionsgewerbe. Wo klemmt's? Dieses Gebäude ist nicht mit dem Rathaus verbunden. Oh, stimmt, das war ja der einzige. Oh, hey. Stimmt, da war ja was. Scheiße. Mal bitte weiterlaufen lassen, dass ich jetzt hier wieder eine Straße reingezimmert kriege. Ah, Mist. So, jetzt sind die Gebäude wenigstens wieder hiermit versorgt. Die können mit ihrer Schwerindustrie hier noch weitermachen. So. Unternehmen wurde Opfer eines Überfalls. Sollte man vielleicht verstärkt auch noch hier Präsenz zeigen im Sicherheitssektor? Wäre eigentlich gar nicht so verkehrt, oder? Wir brauchen einfach mal ein bisschen mehr Geduld. Wie sieht es jetzt hier aus? 80, 72, 0. Wir sollten jetzt mal anfangen. Bürgerinnen und Bürger zu suchen. Zwecks. Zwecks Dings. Und zwecks Wohnraum. Dafür müsste ich erstmal kurz gucken. Lebensumfeld ist ja noch grün. Die Lärmbelästigung ist, ja, ist bis hierhin halt. Ne? Also hier ist es extrem. Hier momentan geht es noch. Hier oben in den landwirtschaftlichen Bereich, wo eher weniger. Wir haben aber auch wieder so eine. Mehr oder weniger. Ja gut, wir haben hier ein riesiges Gebiet da drüben. Das ist doch nicht alles von Öl bewandert, oder?
Ja gut, der größte Teil. Hä? Aber dass wir hier drüben die, ja, dass wir uns hier halt mit der Industrie ausbauen, tritratrolala, und dann halt da oben die gut betuchten hinsetzen oder hier oben, weil laut Lebensumfeld ist das hier oben ja auch noch alles sehr angenehm. Ist aber halt auch alles, glaube ich, nutzbares Land, wenn mich das jetzt nicht täuscht. Oder wo ist es? Ah ne, das Nutzland haben wir in dem Sinne schon mehr oder weniger ausgestreckt. Man könnte aber hier mal auf der Autobahn weiterfahren und nur einen Abzweig nehmen und Richtung Autobahn hoch dann halt nehmen. Beklagen Einkaufsmöglichkeiten, ja doch. Also wenn ich jetzt hier sage, ich will das jetzt hier im Endeffekt. Also habe ich gerade gesagt, das geht noch. Okay. Ich sage, ich will jetzt Richtung hier einfach weiter hochbaue. Dann nehmen wir das jetzt einfach mal hier als Grundlage. Und dort hier genau wieder so eine Art Kreisverkehr hinsetze, was weiß ich. Das ist zum Götzen, dass die Kreisverkehre nirgendwo da angepasst sind. Was so an den Seiten geht, versteht man auch nicht. Nee. Der Kreisverkehr ist so null hier angepasst. Ja, schön. Vorher Sachen gehen klein. Das mal. Effekt hier aus den Aspekt jetzt hinaus. Halt sagt hier. Und dann bauen wir hier. Mir ist auch mit Straßen, dass ich hier, was weiß ich, Stufe 3. Das ist erstmal mehr oder weniger Innovation zu setzen. So, naja, man sieht auf jeden Fall, auf was wir hinaus wollen. Wir sind aber erstmal hier auch wieder für diesen schönen Part vorbei. Gehen wir mal wieder mit dezenter Überlänge, aber naja, gehört sicher so. Wir sehen uns dann morgen wieder in alter Frische und bis dann, haut rein, tschüss.